Hallo, hier ist die Kati und willkommen bei Teil 3 unseres Let's Plays zu Vermieten mit unserer wunderbaren Joey, die hier immer noch, ich glaube, mit unserem Übernachtungsgast Joe plaudert. Ich weiß gar nicht, wie lange er noch bleiben möchte. Ja, unser wunderschönes Mietshaus ist hier auch zu sehen. Besonders schön mit den Flecken. Oh, was ist denn das hier? Ist das ein Streuner? Hanoi? Nö, ich glaube, der kommt uns einfach nur besuchen. Wir können ja mal Hallo sagen, freundlich vorstellen. Es regnet schon wieder oder immer noch. Irgendwie ist hier sehr viel Regen in dieser Nachbarschaft. Ich meine, es passt natürlich. Es ist ja auch sehr, sehr grün. Da braucht man auch viel Regen, damit das alles wachsen kann. Na, Kleiner? Wie hieß du nochmal? Hanoi? Und wir haben Bekanntschaft gemacht. Ist ja auch ein süßer. Ist auch niedlich, dass der kleinste Hund hier so ein gefährliches Halsband trägt mit so Stacheln dran. Süß. Ach, Joey, jetzt hör doch mal auf, im Matsch zu spielen. Du bist schon total dreckig. Geh jetzt mal duschen und dann könntest du ja auch mal hier so eine Inspektion und Wartung durchführen. Dann freuen sich die Mieter auch, weil so richtig vorankommen wir hier nicht. Wir sind schlechte Vermieter. Immer noch auf 1 und ja, es geht weder hoch noch runter. Mir hat auch jemand als Tipp gegeben, dass man vielleicht nicht immer gleich 7 Tage vermieten sollte, sondern ein bisschen kürzer. Dann kann man halt auch öfter was verändern an der Wohnung. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Vielen Dank dafür. Und ich hatte ja überlegt, ob wir vielleicht irgendwie umziehen sollten. Aber wenn man drüber nachdenkt, ich meine, das ist die billigste Miete, die wir wahrscheinlich zahlen können. Und zwar gar keine, weil das unser Haus ist. Eloise ruft an. Sie hat 2 Eintrittskarten für die ausverkaufte Vorstellung im Theater von San Myshuno gewonnen. Hast du Lust? Ja klar, wenn es nichts kostet, sind wir dabei. Wir müssen nur noch schnell zu Ende warten, okay? Können wir das schnell zu Ende machen und dann gehen wir mit dir ins Theater. Na dann, Joey, viel Spaß im Theater wünsche ich dir. Das Stück war phänomenal. Mark Kelly hat so klasse gespielt. Dafür hätte er wirklich einen Simmy verdient. Und hier ist die Post da, die können wir mal reinholen. Wir müssen doch noch irgendwas für unseren Tiger bekommen, ne? Wir hatten doch den Tiger adoptiert und da stand auch, dass wir irgendwie eine Urkunde oder irgendwas bekommen. Veränderung der Mieteinheitbewertung. Eine Mieteinheitbewertung hat sich um einen ganzen Stern verändert. Siehende eigener Betrieb leiste nach. Was? Warum? Wir haben doch gar nichts gemacht. Es ist auf 2. Hiddlesticks ist auf 2. Yippie. Sehr gut. So, dann hol jetzt mal die Post, Joey. Und dann, keine Ahnung, können wir hier noch irgendwas verbessern, dass die sich freuen? So, dann kannst du vielleicht hier nochmal Inspektion und Wartung an der Toilette durchführen. Wir gucken so lange, was du in der Post hattest. Oh, wir haben ein Tigerposter. Das hängen wir hier gleich mal auf. So. Wo ist es denn? Da. Oh, wie schön ist das denn? Das ist ja schön. Ach, sieht das hier schon gar nicht mehr so trostlos aus. Und da war doch noch was. Schaut mal, ein kleiner wollte ich gerade sagen. Nein, ein großer Kuschel. Wo stellen wir dich denn hin? Moment. Oh, bist du süß. Wie heißt du? Tibert? Tibert, dieses niedliche Stofftier ist ein Dankeschön des Sulea-Tiger-Schutzgebiets. Wir haben es liebevoll Tibert genannt, aber wenn du möchtest, kannst du ihm auch einen anderen Namen geben. Wir hoffen, dass er dir Freude schenken und dich an deinen adoptierten Tigerfreund erinnern wird. Danke, dass du unsere Tierschutzbemühungen unterstützt. Liebe Grüße, das Personal und die Tiger des Sulea-Tiger-Schutzgebiets. Oh, wie süß. Wir müssen die Tiger auch nochmal besuchen. Es ist schon wieder nachts. Vielleicht können wir da ja nochmal einbrechen. Ah, das war schon letztes Mal so schön. Aber diesmal verstecken wir uns vernünftig, weil wir lernen ja aus unseren Fehlern. Ins Schutzgebiet schleichen. Auf frischer Tat ertappt. Im Schutz der Nacht nähert sich Joey dem Eingang des Schutzgebiets und hofft einfach hindurchschlüpfen und sich ein wenig umsehen zu können. Als sie gerade einen Fuß in der Tür hat, wird sie vom Schein der Taschenlampe eines Wächters geblendet. Auf frischer Tat ertappt. Und von dem anklägerischen Licht geblendet, sollte sie besser schnell eine Ausrede finden. Sie kann vorgeben, einen verlorenen Gegenstand zu suchen oder eine Tirade über den Tiger-Enthusiasmus ablassen. Ja, ich würde sagen, Joey ist absoluter Tiger-Fan und sagt, yay, Tiger. Offensichtlich ist die wunderbare Entschuldigung, ich mag Tiger, von Joey nicht ausreichend, um ihre Anwesenheit im Schutzgebiet außerhalb der Öffnungszeiten zu rechtfertigen. Joey wird die Tiger jetzt von Weitem mögen müssen, da sie das Gelände für eine bestimmte Zeit nicht betreten darf. Und nein, ach, schon wieder kein Zutritt eine Zeit lang. Mensch, Mensch, Mensch. Aber Joey ist ja vielleicht ein bisschen tollpatschig und vielleicht auch ein bisschen peinlich und so weiter, aber sie ist ja nicht doof und sie hat ein langes Kleid an. Und deshalb hat Joey sich einfach einen kleinen Baby-Tiger mitgenommen. Ich habe nämlich gedacht, wenn hier schon sowas mit Tigern ist, ne? Und wenn wir da keine echten Tiger zu sehen bekommen, könnten wir uns doch einen kleinen Tiger aus der Galerie besorgen. Als Haustier. Klar, es ist dann eine Katze eigentlich. Es gibt die auch als Hunde, aber ich finde jetzt einen Tiger, der bellt, ein bisschen komisch. Dann lieber noch eine Katze und ist ein bisschen kleiner. Aber das ist halt ein immer klein bleibender
Babytiger oder sowas. Dann würde ich sagen, lassen wir Joey jetzt mal nach Hause gehen. Die ist nämlich sehr müde und hat Hunger. Und dann holen wir uns mal schnell einen kleinen Tiger aus der Galerie, der dann gleich bei ihr zu Hause mit auftauchen wird. Und da ist unsere kleine Tiger. Die kleine Maus, warte doch mal. Also Joey muss jetzt natürlich gerade zur Arbeit. Das passt ja wieder richtig. Aber dann kann Tiger hier ihr neues Zuhause mal alleine erkunden. Na, wie gefällt's dir hier? Oh, sie hat aber schon gleich das richtige Zimmer gefunden. Und sie schläft ein. Das hier ist also Tiger. Sie ist ein Kätzchen, hat noch 8 Tage, ist ein Männchen und anhänglich, neugierig und verspielt. Ja, passt ganz gut. Ich habe sie aus der Galerie. Ich habe ihn aus der Galerie. Ja, da findet man ganz viele. Viele sind auch Hunde, aber ach, die bellen dann auch. Ne? Das ist dann ein bisschen komisch. Ich glaube, so eine kleine Tigerkatze passt noch eher zu einem Tiger als ein Tigerhund. Ja, wenn Joey fertig gearbeitet hat, können wir nochmal gucken, dass wir ein paar Sachen dann für Tiger besorgen. Und Tiger braucht noch einen Namen. Oder wir nennen Tiger Tiger. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare mal schreiben, ob ihr einen richtig schönen Namen für Tiger habt. Ich meine, wir haben kein Geld, wir haben viel zu tun und wir haben schon wieder ein Haustier. Aber so ist das bei uns. Und Eloise ruft an. Hallo Joey, ich habe das Gefühl, dass ich etwas Neues und Spannendes ausprobieren sollte. Wie zum Beispiel einen Karrierewechsel. Was denkst du davon? Was denkst du davon? Was hältst du davon, sollte das sein, oder? Was denkst du? Fragezeichen. Oder was hältst du davon? Ja, du solltest eine neue Karriere ausprobieren, du solltest deinem Herzen folgen und ich denke, du solltest das besser lassen. Ach, ich glaube, da wird Joey sagen, hey, folg deinem Herzen, das kannst nur du entscheiden, was das Richtige ist. Und daraufhin sagt Eloise, das wäre eine große Veränderung, ich muss darüber nachdenken. Und Joey hat heute 80 Simoleons mit nach Hause gebracht, außerdem hat sie tolle Arbeit geleistet, super Joey, und sie ist total müde. Na, wenn Tigger jetzt schläft, dann, Tigger ist auch schön, oder? Von Winnie Pooh. Wenn Tiger jetzt schläft, macht Joey auch nochmal ein kleines Nickerchen und danach können die sich mal richtig kennenlernen, die beiden. Oh nein, ein Feuer! Hier ist irgendwo ein Feuer! Hilfe! Oh nein, und auch noch Tiefstand. Das Mietobjekt 1 hat die niedrigste Bewertung erzielt und sieht ziemlich verwahrlost aus. Der Auszug von Mietparteien ist nun wahrscheinlicher und es wird sich wohl kaum jemand für 1-Sterne-Einheiten bewerben. Nein! Also erstmal das Feuer und dann alles Weitere. Show, es wird Zeit, dass du gehst, wenn du jetzt hier anfängst, Sachen kaputt zu machen. Einmal bitte löschen. Oh Mann. Komm, Joey, du machst das. Der bezahlt nachher den Schaden. Mann, Mann, Mann. Joey hat 230 bekommen für die aus von der Versicherung, aber das kostet doch hier mit Sicherheit mehr als... Na, das kostet 175. Toll. Danke, Show, für nichts. Oh, und da ist die kleine Maus. Und Eloise ruft nochmal an und sagt, ob du es glaubst oder nicht, ich habe den neuen Job. Sehr gut. Ach, warte doch mal, du bist echt schnell, du kleine Maus. Komm mal her, wir wollen einmal Hallo sagen. Einmal streicheln, kennenlernen. Und während die beiden sich jetzt hier kennenlernen, kommt hier plötzlich Tieradoptionsveranstaltung. Besuche unsere herzerwärmende Tieradoptionsveranstaltung in der Mieteinheit 3. Versuche per Post eine Spende zu schicken oder komm vorbei und interagiere mit unseren liebenswerten heimatlosen Tieren. Was ist denn hier los? Und vor allen Dingen, falsches Let's Play, Bürgermeister Schnurrhaar. Er ist schon wieder ein Streuner. Uiuiui. Okay, also was ist hier jetzt los? Eine Tieradoptionsveranstaltung. Katzen und Hunde streicheln. Oh, jetzt kommen hier ganz viele Katzen und Hunde. Einmal freundlich vorstellen. Auch mal freundlich vorstellen. Da haben wir gerade ein Tier uns besorgt und jetzt ist hier eine Tieradoptionsveranstaltung. Mann, Mann, Mann. Ja, tatsächlich wohnt Dara in der Einheit Nummer 3. Das heißt, Dara macht jetzt hier eine Tieradoptionsveranstaltung in unserem Haus. Da kommen immer mehr Tiere. Hallo, hier ist auch noch einer. Freundlich vorstellen. Draußen sitzt auch noch einer. Einmal freundlich vorstellen. Und alle bellen und mauzen. Tiger, alles gut? Umarm. Tiger hat wahrscheinlich Hunger, kann das sein? Wir müssen jetzt noch mal ein paar Sachen hier kaufen für Tiger. Oh, aber er ist so niedlich. So, Tigerchen, du kriegst jetzt noch mal was. Wir haben nicht so viel Geld, aber für einen Napf wird es ja hoffentlich reichen. Was können wir uns denn leisten? Hier diesen kleinen Napf. Hm, was ist denn tigergerecht? Hm, alles nicht tigerwürdig. Was mit dem hier? Ist der vielleicht eher tigerwürdig? Vielleicht hier der Orange. Können wir auch in den Flur stellen. Dann wird er nicht nass. So. Und dann kriegst du noch ein kleines kuscheliges Bettchen. Haben wir dafür noch Geld? Ja, gerade so. Und dann hat er da sein Bettchen. Einmal noch hier auffüllen. Und wir haben es geschafft. Wir haben 5 Katzen und Hunde gestreichelt. Sehr gut. Wir haben vor allen Dingen am meisten unsere eigene Katze gestreichelt. Und seinen kleinen Tiger.
Oh nein, unsere gute Suppe ist verdorben. Menno, einmal leeren. Und Joey liegt schon wieder im Bett. Die war noch immer kaputt von ihrem nächtlichen Ausflug in das Tigerreservoir. Aber es hat sich ja gelohnt. Sie ist so süß, die kleine Tigermaus. Und Joey war introvertiert. Sie hat 24 Stunden mit keinem... Ach na ja, Katzen zählen doch auch. Also sie hat 24 Stunden mit keinem Sim-Interaktionen ausgeführt. Aber sie hat sich sehr wohl gut mit Tiger unterhalten und sie gestreichelt. Er, ihn, es. Da liegen sie jetzt, die beiden. Joey ist ein bisschen stinkig. Tiger gefällt aber sein neuer Platz sehr gut. Tieradoptionsveranstaltung. Obwohl du nicht an der Tieradoptionsveranstaltung teilgenommen hast? Hab ich doch. Hat das positive Ereignis die Mieteinheitbewertung leicht angehoben. Kleiner Mitternachtssnack im Gemeinschaftsgarten. Ach, hübsch sieht's hier aus. Wir müssten hier vielleicht nochmal eine Pflanze hinpflanzen, dann könnte Joey hier mal gemeinschaftlichen Gartenpflegen machen. Mal gucken, was kostet denn so ein Pflänzchen? Also ich habe hier auch noch gar keine Samen oder so gesehen. Habt ihr das mal irgendwie gesehen, dass man da irgendwie hier neue Pflanzen hat, die man sammeln kann oder so? Ich würde sagen, wir holen uns mal dieses Katzenminze-Kräuterpaket, oder? Dann können wir das nämlich anbauen. Und dann hat Tiger auch noch was davon. Wir haben bekommen Kami-Katzenminze, Kuschelkatzenminze, Ratze-Katzenminze und Kraft-Katzenminze. Ja, das werden wir einfach mal alles irgendwie pflanzen, oder? Jetzt hier mitten rein ist natürlich schlecht. Zählt das hier draußen auch noch als unser Gemeinschaftsgarten? Ich pflanze jetzt erstmal hier draußen hin. So, so und so. Einmal bitte pflanzen. Wenn Joey jetzt die Artenarbeit erledigt hat, kam Tiger auch vorbei, hat sich mal umgeschaut. Und die beiden haben Spaß und haben sich lieb. Ach, es ist so süß. An deiner Lieblingsstelle kratzen. Oh, das ist gut, ne? Und dann nochmal umarmen. Und ich glaube, dann wird es aber auch schon bald wieder Zeit. Es ist 3 Uhr nachts. Vielleicht gehst du mal ins Bettchen, Joey. Gute Nacht, Joey. Oh, und Tiger ist auch schon auf dem Weg. Und sie ist schon wieder zu spät zur Arbeit. Ach, Mann. Tiger, du kannst ruhig noch ein bisschen schlafen. Und Joey ist wieder da. 71 Simoleons. Was müssen wir denn mal tun, dass wir hier mal aufsteigen? Level 2 der Gartenfähigkeit und Level 3 der Geschicklichkeit. Level 3 der Geschicklichkeit. Ah, wir können ja auch nichts machen, ne? Nee, wir können auch nichts mit unseren Pflanzen machen. Da kommen wir also auch nicht vorwärts. Ah, sie macht sich jetzt mal ein bisschen Eier und Toast. Und wenn sie gleich gegessen hat, kann sie noch mal ein bisschen Inspektion und Wartung ausführen. Vielleicht hier hinten auch noch mal am Waschbecken oder so. Oh, ich sehe gerade, hier kann man diesen Waschbeckentyp jetzt auswählen. Das ist ja richtig toll. Dann ist das jetzt Küche und das ist Badezimmer. Oh, endlich gibt es das. Yippie! Keine Sims, die mehr 3 Etagen hoch und runter laufen, um irgendwo was abzuwaschen. Herrlich. Tiger kommt uns auch besuchen, ist ganz neugierig. Aber wir können mit ihm Liebe spüren. Und Joey, vergesst sein Essen bitte nicht. Tiger hat gerade gesagt, er braucht eine Katzentoilette. Huch, habe ich ganz vergessen. Stimmt, da war ja was. Was kostet denn der Spaß? Oh, wir können uns das sogar noch leisten. Hervorragend. Was nehmen wir denn? 25, 50 und 75. Ach, hier so ein geschlossenes wäre, glaube ich, irgendwie schon ein bisschen schöner, oder? Der sieht doch hier sehr tigermäßig aus. Der ist zwar teuer, aber nur das Beste für unseren Tiger. Der kommt dann hier hinten so ein bisschen in die Ecke. So, fällt doch gar nicht auf, ne, dass da gleich so eine Tiger-Toilette steht. Bitteschön, Tiger. Guck mal, jetzt kannst du da auch gehen. Oh, ich glaube, er geht jetzt auch gleich hin. Na? Gefällt dir die? Die sieht aus wie du. Ist da zu viel Sand drin? Zu viel Katzenstreu. Du versinkst da ja drinne. Na, alles erledigt? Ugh. Ich habe mir das noch nie so genau angeguckt. Bäh, das war ja eklig. Jetzt komm mal da raus. Das machen wir gleich mal sauber wieder, wenn du fertig bist. Alles noch ein bisschen schaben. Bringt aber auch nichts. Hüpf, raus mit dir. Und dann machen wir hier gleich mal wieder sauber. Uah. Und ich will das Katzenklo säubern. Da steht, du brauchst eine Mülltonne, um dies zu tun. Mülltonne? Das ist doch eine Mülltonne. Ich habe das ganz oft, diesen Bug, dass diese Mülltonne dann nicht mehr erkannt wird oder nicht mehr benutzt wird oder sonst was. Ich stelle sie mal nach vorne. Vielleicht ist es das Problem, wenn sie zu weit weg ist. Aber ich glaube einfach, dass man jedes Mal, also ich muss mir wirklich sehr, sehr oft einfach, wenn ich das Spiel starte, eine neue Mülltonne kaufen. Jetzt kann sie es aber sauber werden. Okay. Ist es vielleicht zu weit weg, wenn es da hinten steht? Ich weiß es nicht. Naja, jetzt funktioniert es wenigstens einmal weggeschmissen. Super. Und was ist nun? Wieso kannst du denn dein Eier und Toast jetzt nicht zu Ende machen? Ach, Joey, mach mich nicht wahnsinnig. Die guten Eier und Toast.
Wir müssen vielleicht dahin stellen, fortsetzen. Und? Nö, gefällt dir alles nicht. Kannst du mal bitte da hingehen? Kommst du da nicht hin oder was ist das Problem? Da kommst du hin, okay. Kommst du hier hin? Und wir können vielleicht mal den Boden putzen. Ist das das Problem? Ist dir das hier alles zu schmutzig? Noch von dem Brand? So, kannst du jetzt Eierntoast fortsetzen? Immer noch nicht. Na toll. Na super. Oh Mann. Dann kriegst du so eine kalte Mahlzeit so. Das hast du davon. Ist ein Joghurt. Und wir haben jetzt 4:30 am Nachmittag. Das Wetter ist schön. Wir haben eigentlich auch alles erledigt, was wir erledigen sollten. Sie ist auch noch ein bisschen fleißig, hat noch ein bisschen gewartet. Und dann gucken wir uns mal bei uns in der Nachbarschaft um. Hier soll es tatsächlich eine Bar geben. Muss ich also anscheinend wirklich übersehen haben. Ich habe ja letztens erzählt, hier gibt es nichts, was man tun kann in diesem Erweiterungspack. Aber es soll eine Bar geben. Und natürlich, hier ist eine Bar. Zum rufenden Gecko. Eine Lounge. Okay, keine Bar, aber eine Lounge. Genau, aber hier oben war halt nichts. Ne? Hier ist nur das Miethaus. Dieser Park, in dem nicht viel los ist, da kann man sich bestimmt entweder einen neuen bauen oder noch einen richtig schön aus der Galerie runterladen. Und hier hinten ist auch noch ein freies Grundstück. Da könnte man wahrscheinlich auch irgendwas hinmachen, wo man ein bisschen was zu tun hat dann. Das wäre doch auch ganz super. Aber wir besuchen jetzt mal hier das rufende Gecko. Und vielleicht nehmen wir mal ein paar Freunde mit. Wir nehmen mal Eloise mit und Dara nehmen wir mit. Sollen wir Sho auch mitnehmen? Ach, nehmen wir Sho auch mit. Und da sind wir beim rufenden Gecko. Also... Das ist sehr hübsch hier mit den ganzen Laternen. Das gefällt mir sehr gut. Einmal hier zumachen, hochmachen. Ja, das ist doch eigentlich ein ganz hübsches Gebäude. Das sieht doch nett aus, das Gebäude. Ach, das ist hier an dieser... Das war hier an dieser kleinen Brücke, ne? Sieht süß aus. So, dann gehen wir mal rein. Oh, Joey erzählt hier schon wieder irgendwelche... Was erzählt sie dann immer? Irgendwelche Memes. Okay. So, wollen wir mal was bestellen hier an der Bar? Achso, der Mixer kommt hoffentlich jetzt gleich noch. Ist hier irgendwo ein Mixer? Noch keiner da. Na gut, wir gehen mal rein. Vielleicht kommt da noch ein Mixer. Auf jeden Fall ist hier ein Kühlschrank, wo man sich bedienen kann. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Aber so ein Mixer an der Bar wäre vielleicht auch ganz okay. Oh, hier ist sogar ein Whirlpool. Vielleicht benutzen wir den gleich mal. Hier oben sind noch Toiletten. Ein Klavier, ein paar Tische. Kann man hier dran spielen? Nee, das ist nur zum Essen. Und das war es dann schon, ne? Ja, okay. Ist jetzt auch nicht so viel, was man hier machen kann. Aber zumindest gibt es hier einen Whirlpool. Da können wir ja mal zusammen reinsteigen. Nicht nackt, bitte. Alle mal rein in den Whirlpool. Ach, das sieht doch nett aus. Sehr entspannt sieht das aus. Lani kommt... Nee, wer heißt die? Lan? Lan kommt auch noch mit rein. Eloise geht jetzt anscheinend auch schon wieder, aber Sho bleibt hier drinnen bei uns. Hey, Sho. Wir können mit ihm ja noch mal ein bisschen eine tiefgründige Unterhaltung führen, ob es jetzt bei ihm besser läuft. Er hat uns ja besucht, weil es ihm so schlecht ging, nicht wahr? Weil er so traurig war und irgendwas Schlimmes passiert war. Ich schätze es, dass du mich schätzt. Wir werden alle einfach sehr, sehr geschätzt. Okay, danke, Sho. Sie kann auch mal über ihre Ängste reden, dann geht das vielleicht auch wieder weg, die Angst zum Sterben. Oh, jetzt sind hier noch ein paar neue Leute gekommen. Wer bist du? Ach, Arturo, dich kennen wir aber doch schon, oder? Nee, doch noch nicht. Dann stellen wir uns mal Tomarange vor. Und du bist... Warte. Permata. Hallo, Permata. Ah, so, so. Die sitzen jetzt hier alle ein bisschen entspannt rum. Na, Joey hat hier wirklich einen schönen Abend, habe ich das Gefühl. Sie kriegt auch mit irgendwelchen Leuten hier schon, glaube ich, Gefühle. Mit Permata hatte sie ein Gefühl bekommen. Freundlicher Rat, okay. Eloise ist wieder zurück. Und wen hat sie mitgebracht? Artit hat sie mitgebracht. Hallo, Artit. Naja, die Runde löst sich jetzt hier so langsam auf. Und sie geht wieder ins Whirlpool. Okay, ich dachte, du willst jetzt auch nach Hause, Joey. Ne, Joey setzt sich wieder rein. Ach so, sie schläft. Ah, okay, das war der Grund, warum sie wieder reingegangen ist. Sie schläft jetzt im Whirlpool. Na gut, Hunger hat sie auch, aber das kann sie dann zu Hause auch etwas essen. Solange Joey jetzt hier schläft, können wir ja vielleicht mal schauen, ob es nicht in der Galerie schon ein paar schöne Grundstücke gibt, dass wir das Ganze hier noch ein bisschen mehr aufpeppen können. Vielleicht für diesen Park hier, 3030 Park. Und das, da schauen wir mal nach. Zum Beispiel gibt es hier... Schon mal einen botanischen Garten, der so ein bisschen schöner ist. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Von Jenny Legend. Ein Nationalpark wäre das denn. Ja, das ist doch ganz cool, ne? Sie schreibt hier auch, da ist ein Pool, eine Barbecue-Area, Toiletten. Den werden wir uns jetzt gleich mal platzieren. Und zwar ersetzt der dann den Soro-Sul-Taman-Botani-Nationalpark.
Und da ist er auch schon, also er sieht auf jeden Fall deutlich voller aus als der alte Park. So richtig ausgeschlafen hatte Joey im Pool jetzt zwar nicht, aber wir gucken uns auf jeden Fall jetzt nochmal den schönen neuen Park an. Geht mal alle hier rein. Hier ist der Eingang, also sieht auf jeden Fall schon mal total anders aus als dieser andere Park. Warum müsst ihr jetzt außen rumlaufen und geht hier nicht einfach durch diesen wunderbaren Eingang? Ach, Mann, Mann, Mann. Was haben wir denn hier? Hier sind auch so kleine Ausstellungssachen, die kann man sich dann angucken. Hier ist noch so eine Tigerstatue. Kennen wir die schon? Das sehen wir uns mal an. Hier gibt es so einen kleinen Grillwagen. Hier gibt es sogar schon was zu essen. Guckt mal, lecker. Churrasco. Dann esst mal alle was. Einen kleinen Mitternachtssnack. Hier hinten ist sogar so ein kleiner Pool mit Liegen und einer Luftmatratze. Sehr schön. Und habt ihr da gesehen? Da hinten fahren die Rikschas. Hier ganz hinten hat man noch die Toilette und dieses Teil für die Räucherstäbchen und das Obst, wo man das dann da bringen kann. Kleiner Wasserfall. Also ja, der Park ist ungefähr 1 Million Mal schöner als der alte. Aber es ist ja schön, wenn man das auch machen kann, ne? Wenn die Community so tolle Sachen erstellt. Und werden die Mädels hier noch ein bisschen essen und ja, hier Dara anscheinend uns noch ein bisschen beobachtet hat mit ihrem Fernglas, werde ich den Teil jetzt heute beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir haben nicht so viel mit Vermieten gemacht, aber wir haben einen Tiger bekommen. Wir haben unsere Stadt ein bisschen aufgehübscht. Beim nächsten Mal werden wir uns ein bisschen mehr auf unsere Mieter und auf unsere Mieteinnahmen konzentrieren müssen, damit wir von den 14 Simoleons wegkommen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr Spaß hattet. Und schreibt mir gerne eure Namensvorschläge für Tiger in die Kommentare. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!